Läufst du schon? Ja. Ja, ah, okay. Thank you. Ich bin Katja Schleicher und ich beschäftige mich seit, wenn Sie meine Mutter fragen würden, über 40 Jahren mit Kommunikation. Meine Kunden arbeiten mit mir seit 10 Jahren zu allen Themenbereichen des kommunikativen öffentlichen Auftritts. Gespräch, Dialog, Präsentation. Das ist ganz egal. Das ist das, was Sie bei mir lernen. Wie Sie bei jeder Art von Öffentlichkeit den Eindruck erzielen mit Ihrem Publikum, dass die wiederum andere... Welt von Storytelling. Hier ist Katja Schleicher von Impact Communication and Coaching. Hallo. Hoe krijgen wij eigenlijk een groter geheel voor elkaar? Right. If you're at a healthcare conference... There's a huge chance that the feminine communication pattern will play an important and big role. You know, doctors, nurses, supporting people, helping people, saving people's life. That's different from Daimler, if they get you and give you an assignment for a conference to talk to their engineers about whatever. About achieving greatness, about achieving going to the Olympics, whatever it is. Now the expectations, the subconscious expectations, and gap number three is probably the widest of all these three, which is the generation gap. Never has there been a young generation that is in so many instances smarter than the older generation. Digitalization has really made an advantage for the young people. It is absolutely important that we begin a reverse communication process. Younger people teaching older people. Because knowledge does not sit with age and wisdom anymore alone. It is absolutely the other way around. And if we succeed in that, then Europe, I hope, has a huge chance in communicating better. Because, as you all know, silence is the beginning of all troubles, while talking is gold. Übernehmen wir auch die Verantwortung für das, was wir sagen. Und für das Storytelling nehmen wir es. Reden ist Gold. Und Schweigen, der Anfang von allem Unglück. Wer nicht sagt, auf diese Geschichte zu finden und diese Geschichte so zu verstärken, dass sie für ein Publikum da draußen interessant wird, dann ergibt sich das, was wir eine sogenannte Konversationsintelligenz. Eigentlich het hart altijd leidend is. Maar het hoofd altijd mee moet gaan. Nichts ist wichtiger, als dass das Herz dem Kopf gekijk is. Ja, toch een stukje. Ja, heel fijn, mooi applaus. Bravo. Bravo. Ja. Goed dan. Dankeschön. Vrouwelijke communicatiepatroon mis te zijn. Zij gaat daar nu hard aan werken om inderdaad en volledig leider te worden. Nou en laten we hopen dat in TOES en 2016 het allemaal gaat lukken. Make sure that you'll find the right mix between you and your audience. Right? In the beginning, you need to make sure that you are the most important thing on stage. And after that, you check with your audience how your message is resonating. Right? If you only looking at your audience and forget yourself, your keynote, your presentation won't be as successful, as impactful as it could be.